Ja, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Review von Money in the Bank 2017 vom 18.06.2017 in St. Louis, Missouri im Scott Trade Center. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer das Wrestlepedia, Micha. Guten Abend. Ja, Money in the Bank ist ja mittlerweile seit mehreren Stunden vorbei. Und ja, ich hab's ja live geguckt und du hast es ungeplantmäßig auch live geguckt. Ja. Ja, ich wollte eigentlich pennen gehen, dann um 2, als ich aufgewacht bin, aber hab dann Money in the Bank laufen lassen, weil ich dachte, ich werde eh gleich einschlafen und ja, eine Mischung aus immenser Hitze in der Dachgeschosswohnung und Frust und Ärger hat mich dann wach bleiben lassen über die 3 Stunden. Tja, 3 Stunden Money in the Bank. Ob das wert war, man weiß nicht. Ich habe ja eine Live-Review hochgeladen um 6:30 morgens. Ja, hab nichts Besseres zu tun, um 6:30 morgens eine Review zu veröffentlichen. Anscheinend ja. Und ja, Kickoff-Show hast du ja auch nicht gesehen. Kickoff-Show hab ich nicht gesehen, die Scheiße. Genau. Ja, Hype Bros haben die Colognes besiegt via Hype Rider von Zack Ryder und Rawley gegen Primo. So viel dazu, das war das Uninteressante. Kommen wir nun zur Show. Und anfangen tut es mit dem 5-Woman Money in the Bank Ladder Match First Time Ever, dass Women's Wrestler ein Money in the Bank Ladder Match bestreiten. Die Participants sind Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalya, James Ellsworth, Carmella und Tamina. Naja, James Ellsworth ist ja kein Participant. Ich weiß. Gut, Match war, also die haben ein ziemlich cooles Highlight-Clip-Video gestartet vor dem Match. Ja. Wo ich dann wirklich dachte, okay, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen gehypt auf dieses Match, weil die hatten nochmal so ein Video abgespielt von wegen, ah, oh, das hat bei Moolah angefangen und dann war Lita mit dabei und Trish Stratus und was weiß ich wer alles. Und die ganze Welt. Dann ging's halt, dann gab es halt den flüssigen Übergang zu den heutigen Damen, zu der Women's Revolution und First time ever und wir haben dafür gearbeitet, gleichgestellt zu werden mit den Männern und haben jetzt auch dasselbe Match wie die Männer quasi, etc. etc. Und ja, die hatten dann ein solides Money in the Bank Ladder Match, würde ich sagen. Es war okay. Man erinnert sich, also ich erinnere mich persönlich an nichts mehr, außer von Charlotte den Corkscrew Dive draußen. Das war das Highlight. Den Sparkle Splash oder wie der von Bliss hieß, der ich drehe mich halt mal so ein bisschen Move und ja, natürlich woran man sich auch erinnert, das ist Shitty Finish, denn Becky Lynch war davor zu gewinnen, James Ellsworth schmeißt sich von der Leiter, will Carmella dann quasi sagen, hey, kletter hoch, aber die war total am Sack und dann ist James Ellsworth hochgeklettert, hat den Titel abgehängt oder den Koffer vielmehr und hat ihn dann quasi Carmella zugeschmissen, wodurch sie dann gewonnen hat. 2,5 Sterne. Mehr werde ich nicht geben, mehr kann ich nicht geben. Das Match war einfach nicht gut genug. Das war maximal solide. Und das Finish hat es nochmal ein ganzes Stück abgewertet, weil du hast einfach, ich habe es auch auf Twitter geschrieben, du hast einfach dem Highlight-Video, was das Match so gehypt hat und die Damen-Division nochmal richtig hervorgehoben hat und wie wichtig das Match doch ist für die Women's Division, diesem Video hast du einfach so in den Arsch gefickt, wenn du dann einfach sagst, ey, das ist so wichtig und ah, die Damen sind so krass im Kommen und sind so gleich auf mit den Männern und sind vielleicht sogar schon besser wie die Männer oder gleich auf oder whatever the fuck. Ja, und dann kommt so ein Geek rein wie James Ellsworth und der hängt dann den fucking Koffer ab. Also, wie dumm ist das? Also, ich hab nichts dagegen, dass der Fucker eingreift. Das ist mir scheißegal, damit habe ich gerechnet. Aber der soll doch nicht den verkackten Koffer abhängen in einem Match, wo es darum geht, ey, wer ist die beste Frau in dem allerersten First Time Ever Women's Money in the Bank Ladder Match. Und dann hängt so ein Fucker, der nicht mal irgendwas bei den Männern bringt, der ist halt irgendein Geek-Manager, den jeder weglutschen würde. Becky Lynch würde den wahrscheinlich zusammenschlagen können. Und der Fucker hebt dann im First Time Ever Women's Money in the Bank Ladder Match den Koffer und schmeißt ihn dann der Perle zu, ja, super, ganz toll. Also, richtiger Bullshit. Richtiger Bullshit, richtig. Und manche sagen natürlich, ja, es hat ja super Heat gezogen. Toll.
Also mein erster Ganz toll. ganz toll. Also mein erster Kritikpunkt ist 13 Minuten Matchlänge. Warum so kurz? Ein Money in the Bank Ladder Match. Ich weiß nicht, was ein Match 13 Minuten ging. Ist schon Zweitens. gut, dass 13 Minuten ging. Ja gut, das stimmt schon, aber ich sag mal. Selbst die 13 Minuten fand ich unglaublich schwach. Ja. Genau. Ja, die 13 Minuten waren enttäuschend. Man hat sehr viel erwartet. Die WWE hat natürlich gehypt, als wäre es das beste Match aller Zeiten. Ja. Ja, wie gewohnt war es nicht. Man hat wieder ein First-Time-Ever-Match versaut. Gerade mit so einem Kack-Finish, weil ich will mich dann irgendwann zurückrennen. Wer war der allererste Money in the Bank Participant Gewinner? James Ellsworth. Das war ja Carmella. Ja, James Ellsworth holt den Koffer ab. Aber ich werde mich immer daran erinnern, wer den Koffer abgehangen hat. Und das Ich war freue mich einfach. dann schon. Ich freue mich dann schon auf die Rückblenden, auf diese WWE Greatest Moments, irgendwie Rückblicke, wenn man Video und Highlight Package zu der Women's Division zeigt und dann macht man den Rückblick auf das erste Women's Money in the Bank Ladder Match und dann sieht man da, wie James Ellsworth den Titel abhängt, den Koffer abhängt. Chapeau WWE. Also damit habt ihr euch in mehreren Hinsichten gegenseitig ins Knie gefickt. Gerade, das hat auch Carmella nicht gut ausgesehen. Hätte zum Beispiel, keine Ahnung, 2005, wo Edge den Money in the Bank Koffer gewonnen hat bei WrestleMania 21, hätte jetzt Lita den abgehangen. Ich weiß nicht, waren die da zusammen? Weiß ich gar nicht. Aber Nein, noch. ich sag mal jetzt angenommen, hätte jetzt Lita den Titel abgehangen. Wäre genauso scheiße gewesen. Ne? Und jetzt, mittlerweile, kann man immer wieder zurück an Edge hat den ersten Money in the Bank Koffer gewonnen. War schön. Aber an das Match, jetzt hier. Soll ich mich zurückerinnern, wie James Ellsworth den Koffer abhängt in einem Women's Match? Natürlich, Carmella hat ihn gewonnen, ich weiß. Offiziell hat er Carmella gewonnen, aber war einfach nur scheiße. Das ist irgendwie so ein typisches antiklimatisches Booking. Das ist einfach nur dummes Booking. Richtig. Und Richtig. dann so etwa 13 Sekunden, nachdem das Match dann vorbei war, als die zwei sich dann im Ring ein geschüttelt haben und wie Bekloppte an der Leiter durch die Gegend gesprungen sind, hat dann Daniel Bryan direkt auf Twitter gepostet von ihnen, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, Shane McMahon gleich hinterher, ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt und boah, SmackDown, Big Announcement, das wird Konsequenzen haben, ja, fuck off, ey. Also ihr habt hier beim Pay-Per-View das so ein wichtiges Match genutzt, um irgendeine Rotze zu booken, nur damit ihr irgendein Gesprächsstoff für SmackDown habt. Und vor allen Dingen, dazu kommen wir beim Women's Title Match nochmal, wäre Carmella schlau gewesen, hätte sie den fucking Koffer heute einfach eingecasht, weil dann hätte ihr niemand was gekonnt, von wegen, oh, wir erkennen dir jetzt den Koffer ab oder sowas, von wegen, weil Stimmt. James Bischoff den geholt hat, hätte sie einfach das fucking Ding eingecasht, wäre Championess geworden, da hätte ihr niemand mehr was gekonnt. Aber naja, das ist halt logisches Booking, das kennt die WWE halt nicht so. Was, logisches Booking? Gibt's das in der Genau. WWE? Anscheinend nicht. Nee. Heute so nicht. Heute sowieso nicht, das stimmt. Ja, war einfach nur scheiße. Also, first time ever und ist auf jeden Fall ein first time ever zum Vergessen. Also. Ich weiß nicht, ich brauche jetzt mich daran 5 Jahre nicht zu erinnern. Ich weiß, dass es mal eins gab, aber das Einzige, woran ich mich erinnere, war der Move von Charlotte. Da war Ja. das so ziemlich das Beste am Match. Und das war nichts mit einer Leiter oder sowas in der Art. Also. Ja, die haben ja fast nichts mit den Leitern gemacht Ja, also eigentlich. das war eigentlich fast ein. Das war eigentlich fast ein normales, einfach nur DQ-Match. Oder Das einfach war ein. irgendwie ein Falls Count Anywhere Fatal Five-Way Match, wo halt mal eine Leiter mit drin rumstand. Das war einfach kein Ladder-Match. Wo einfach mal richtige Bumps gezeigt wurde. Im Main Event sah es anders aus. Dazu kommen wir noch. Naja, Kommen wir gut. nun zum zweiten Genau. Match des Abends. Das WWE SmackDown Tag Team Title Match zwischen den Champions, die Usos, Jimmy und Jey Uso, gegen den New Day, Kofi Kingston und Big E in Begleitung mit Xavier Woods. Ja, so die ersten 6, 7 Minuten dachte ich so, wow, das Match ist geil. Das bewegt sich so auf einer 3,5 Sterne bis 3,75 Sterne-Region. Hatte alle die Spots, die man sich so vorstellen kann. Kofi Kingston hat ein paar Flippy-Moves gezeigt. Big E hat seinen Ich bringe mich selber ums Bier gezeigt. Und Das ist immer wieder geil, das Bier. Also ich denke ja. jedes Mal, ey Biggie, du bist so gestört einfach. Ja. Es ging aber noch gestörter, dazu kommen wir aber im Main Event. Und ja, aber nach 6, 7, 8 Minuten, wo ich dann dachte, okay, ey, 3, 3 Viertel, 3,5 Sterne-Match, sowas, richtig gut. Und dann ging es dann echt bergab. Also es fing dann an, wo dann
Big E sein Big Ending abgefuckt hat, wo er dann Jimmy Uso oder Jay Uso, keine Ahnung, wer Das von wäre den geil beiden gewesen, wenn das funktioniert hätte, aber hat, leider. wo er ihn halt aus der Luft abfangen wollte, aber er konnte ihn nicht fangen und hat ihn quasi fallen lassen. Ich dachte, der hätte den Tombstone gemacht oder so, gerade. Aber er hat ihn nicht auffangen können, wie damals Roman Reigns und Undertaker bei WrestleMania, wo sie da ein bisschen rumgewurschtelt sind und das dreimal hintereinander versucht haben. Weitergehen. Ja, sah halt hier auch ein bisschen shitty aus, weil sich halt der Uso dann extrem augenscheinlich selber auf die Schultern von Big E katapultiert hat, aber gut. Und der hat dann, glaube ich, das war, glaube ich, sogar unmittelbar danach, denn der hat dann das Big Ending gezeigt und dann hat man abgefuckt, das Cover zu unterbrechen, denn es gab eigentlich den Three Count und dann ist der Uso reingekommen und hat das Cover unterbrochen. Also das hat man dann als nächstes direkt abgefuckt. Yep. Dann war es nochmal ganz nett. Dann sind die nochmal ein bisschen gegeneinander abgegangen und ich glaube, dann gab es, was gab es denn da für einen Move? Irgendeinen Move gab es dann, glaube ich, nochmal und dann hat, ich glaube, Trouble in Paradise oder sowas. Und dann hat SOS. SOS, genau. Nee, was anderes. Du meinst den Midnight Hour? Genau, weil dann hat ja Ja. der eine Uso den anderen quasi aus dem Ring gezogen direkt und dann haben sie sich beide verpisst und es gab das Countout-Finish. Mit dem Countout-Finish selbst habe ich kein Riesenproblem gehabt, hätte ich kein Riesenproblem gehabt, wenn es das Einzige an diesem Abend gewesen wäre. Da wir aber schon im Opener so ein Fuck-Finish hatten, hat mich das hier schon relativ aufgeregt. Es war auch nicht das einzige Fuck-Finish an diesem Abend. Es gab eigentlich nur Fuck-Finishes, wenn ich das so überlege. Weshalb dann aus dem 3,5, 3,75 Sterne-Match ein 3-Sterne-Match wurde, meiner Meinung nach. Ab Minute 8, 9 hat es dann brutalst abgebaut. Da wurde dann eine Sache nach der anderen abgefuckt. Das Finish hat mir nicht gefallen und sehr, sehr schade. Aber die ersten 7, 8, 9 Minuten kann man sich von dem Match durchaus angucken. Die waren super. Ja, hätte nicht ein richtig gutes Tag-Team-Match werden können. Man hat ein bisschen was versaut. Das Finish fand ich auch nicht gut. Das hat mich ganz gefallen. Ich gebe sogar 3 1/4 Sterne. War für mich sogar das zweitbeste Match am Abend. Was ein trauriges Zeichen ist, weil ich fand alle anderen Matches, abgesehen von einem Match, wozu wir noch kommen werden, schlechter. Das Geilste war ja, habe ich auf Twitter gesehen von Figure 4 Wrestling, also vom Wrestling Observer, der eine von der Brian und Vinny Show, also Vinny, hat dann so auf einmal gepostet, so von wegen, ja, wenn du wahrscheinlich alle Sterne vom Pay-Per-View zusammen addierst, wirst du wahrscheinlich schon nicht mal auf 46 Sterne kommen, was Kenny Omega noch gerade in einem Match hatten. Muss ich auch erstmal lachen. Das fand ich super, aber stimmt. Also gefühlt hätte es den Main Event nicht gegeben, wäre ich, glaube ich, auf keine 6,25 Sterne gekommen. Ach, dem ersten Match hätte ich auf jeden Fall 6 1/4 gegeben. Mindestens. Aber gut, Mindestens. dann nach dem Match hatten wir einen kleinen Teaser, denn wir haben Bob Orton und Sergeant Slaughter Backstage gesehen, haben sich unterhalten, mehr haben wir davon nicht mitgekriegt. Man Dann kann sich hatten schon denken, was kommen wird. wir. Richtig. Dann hatten wir Naomi gegen Lana. Um den SmackDown Women's Title. Richtig. Lana kam im Kleid schon raus. Ich dachte schon, die wrestelt im Kleid, aber das hat sich schnell erledigt. Dein Post fand ich geil. Ja. Ja, kommt jetzt ein Kleid raus. 20 Sekunden später, never mind. Das war geil. Die hatten ein solides WWE Divas 2009 Raw Match. Lana ist aber nicht gut genug. Ich muss Naomi hervorheben, die war wirklich gut. Das Die hat Beste das Match rausgeholt. getragen, genau. Lana war okay in den Phasen, wo sie attackiert hat. Also gerade die Beinbearbeitung war ganz nett. Die Suplessen gegen das Seil fand ich ganz cool gemacht, weil es wirkte erst wie, okay, die hat jetzt gebotcht oder so, sie wollte gar nicht gegen das Seil hauen. Aber das hat sie dann mit Absicht gemacht, das war ganz cool. In den Phasen dann, wo Lana sellen musste, das war ziemlich beschissen. Also Lana ist einfach nicht so weit. Also die Offensive sah ganz nett aus, aber die Defensive war sehr, sehr schwach. Was mich auch noch abgefuckt hat, war, ich meine, es ist irgendein random Women's Match, aber sie hat halt ihren Finisher bei SmackDown debütiert. Den zeigt sie dann hier und Naomi kickt aus bei einem Finisher, der vor einer Woche debütiert wurde, wo ich mir auch noch denke, was ist denn das schon wieder? Also, die haben in 7,5 Minuten shitty Women's Match aus dem Jahre 2009 à la Kelly Kelly gegen Alicia Fox und dann kicken die aus Finishern aus, als wäre es der Main Event, als hätten wir hier John Cena gegen Randy Orton oder so. Also, what the fuck? Und ja, dann hat sie halt diese Gab mehr ausgekickt. Kickouts als bei einem Finisher von Randy Orton gegen Jinder Mahal. Das stimmt, ja. Jinder Mahal ist aus keinem Finisher ausgekickt.
Ja, dann hat sie sich ja den Finisher gezeigt. Naomi ist ausgekickt und dann haben wir auf einmal die Musik von der guten Carmella gehört. Die kam dann raus, wollte erst den Koffer einlösen, hat aber dann wieder in den Ring geguckt und dachte so, nö, lass die mal machen. Und die haben dann halt weitergemacht. Naomi kam relativ schnell zurück und hat dann Lana lockerflockig mit dem Submission-Griff besiegt, der cool aussah. In a bad place. Und ja, Naomi war dann doch relativ fit wieder auf einmal, hat nichts mehr von ihrem Bein gesellt, das hat sie dann wohl vergessen. Naja, so ist es halt so im Jahr 2009 bei der Raw Divas Division. Und Carmella hatte dann doch keinen Bock mehr, den Koffer einzucashen. 1,5 Sterne, weil ich so ein netter Typ bin und ansonsten war das Shit. Weil beide gut aussehen. Ja. Genau, auf jeden Fall. Ja, Lana hat es an sich für erstes Match nicht schlecht gemacht, aber man muss ehrlich sein, sie ist nicht so weit für ein Women's Title Match, gar nicht auf so einem Niveau. Soll meinetwegen zu NXT zurückgehen oder hingehen und da ein bisschen was lernen. Da macht man nichts falsch. Kann Carmella gleich mitnehmen. Carmella kann sie mitnehmen. Alicia Fox kann sie mitnehmen. James Ellsworth. Ah, ich fand's schade. James Ellsworth hätte vielleicht eincashen können, aber er wollte es nicht. Ja. Naja, naja. Mal sehen, wann James Ellsworth den Women's Title gewinnen wird. Das werden wir denn schon irgendwann erfahren. Und Ja. vor kurzem gab es ja auch die Gerüchte von wegen Becky Lynch gegen James Ellsworth beim SummerSlam. Wo ich mir doch dachte, Alter, erst ernsthaft jetzt, also, nee, das können die noch nicht bringen, aber leider sieht es ja momentan danach aus. Ja, ne? Also, Ah. ich sag mal so. Spätestens seit diesem Jahr, seit Backlash, alles ist möglich in der WWE. Alles. Wirklich, wirklich alles. Ganz besonders, wenn wir dann bei Battleground das Punjabi Prison Match haben zwischen Jinder Mahal und Randy Orton. Alles ist möglich, sag ich mal Ja, so. oh Und mein dann Gott. kommt der Great Khali, ja, und so weiter, keine Ahnung. Ja. Ja, Breezango mit den Fashion Files haben herausgefunden, wer ihre mysteriösen Attacken, Angreifer sind. Attacken, genau. Angreifer sind. Ja, ich konnte schon hier erkennen, wer es ist. Und heute Abend wird es ein Match geben. Und jetzt kommen wir zu einem Moment, was dich sehr gefreut hat. Romantische Töne kamen. Und es kam Maria Kanellis und Mike Bennett, aka Mike Kanellis. Er ist halt ein Geek, deshalb nimmt er den Namen seiner Frau an. Ja. Weil Vince wahrscheinlich denkt, Kanellis wäre ja ein überaus populärer Name, der in den Geschichtsbüchern der WWE verankert ist, weshalb es natürlich Mike Bennett bzw. Mike Kanellis dann dadurch richtig overbringt. Nicht. Ja, die kam halt raus. Ich hab's gefeiert, schon ausgemacht. Ich fand die Musik irgendwie ganz geil. Ich weiß nicht warum. Was sie dann so getan haben da, war schon sehr shitty. Also, so kann man in ungefähr 24 Sekunden meine Laune von, boah, geil, endlich sind sie da, zu, boah, wann gehen sie endlich, ändern. Ich finde Mike Bennett super geil. Er ist natürlich kein World-Title-Contender, das ist er nicht, aber er ist für mich so ein perfekter Midcard-Champion, der auch die Midcard-Division super aufwerten könnte. Mit diesem Gimmick weiß ich nicht genau, weil mit diesem Gimmick geht es eher so in die Aiden English-Schiene, in die Elias Samson-Schiene, wo er halt so da ist. Ja, die kamen raus und haben gesagt, ja, wir sind voll geil und Maria war schon mal da und jetzt ist sie wieder da und sie hat in der Zeit, wo sie weg war, ihren Traummann gesucht und hat ihn gefunden. Und sie wollen SmackDown mit der Power of Love erobern. Und ja, in diesem Moment bin ich auf Toilette gerannt, habe gekotzt. Und ja, das war shitty. Also das Debüt war geil, so die ersten 13 Sekunden, wo ich mir dachte, geil, Mike Bennett, Maria Kanellis, göttlich. Die restlichen 25 Sekunden waren dann eher so, boah, wo ist der Kotzeimer? Wo ist der Kotzeimer? Wenn das das Ziel war, die Fans zum Kotzen zu bringen, dann Ziel erreicht und ja, good job. Ja, wer Mary Connell ist, das weiß ich ja. Wer Mike Bennett ist, kein Plan. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich habe es rausgefunden, dass die verheiratet sind. Ja. Das weiß ich mittlerweile. Mike Bennett war eine Zeit lang bei Ring of Honor, eigentlich den Großteil seiner Karriere, war vor kurzem bei TNA.
Leider, also muss ich sagen, leider hat er nie so wirklich was gewonnen. Also ich wüsste jetzt aus dem Kopf keinen Titel, den er wirklich mal geholt hätte. Ich schaue hier gerade mal nach, ich kann mich Ich an weiß, seine dass Würfe. Maria Kanellis TNA Knockouts Champion war. Ja, gut, aber das hat ja nichts mit ihm zu tun. Aber ich kann mich an ein paar Matches von ihm erinnern, die waren ganz cool, wie zum Beispiel gegen Kevin Steen hat er mal ein richtig, richtig geiles Match gehabt. Und ansonsten, ja, die hatten halt das Stable Kingdom in den Indies. Da war Adam Cole mal zwischendurch drin und Matt Taven noch. Die hatten da ein bisschen eine Fehde auch gegen Styles zum Beispiel. Und das war schon ganz okay alles. Also er war auch in den Indies jetzt nie ein Main-Eventer oder so. Ich sehe gerade, er war IWGP Tag Team Champion. Das hat er sich wohl. Und er war X-Division Champion. Okay, er war X-Division Champion für einen Tag. Alles klar. Das erklärt alles. Fuck TNA. Er hat den Titel am 14.06. geholt und am 15.06. verloren. Very good. Das Ja. ist TNA. Ja. Also ich freue mich auf ihn. Für mich wäre er eigentlich ein ganz netter US-Champion. Wobei man auch sagen muss, Mit die dem WWE. Gimmick. Ja, nee, nicht nur wegen dem Gimmick, sondern die WWE hat so viele großartige Leute, dass ein Mike Bennett wahrscheinlich sogar zu schlecht ist. Muss ich sagen, ich liebe den Kerl, ich finde ihn awesome. Aber er ist vielleicht sogar zu schlecht. Also du kriegst ja. Du hast ja nicht mal TV-Time anscheinend für Ty Dillinger oder für American Alpha. Und jetzt holst du halt mit Mike Bennett noch einen. Ich weiß nicht. Ich mag ihn, wenn es funktioniert und er wird Midcard-Champion etc. Und dann freue ich mich, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, der wird relativ schnell in der Bedeutungslosigkeit versinken. Der Hauptgrund, warum er da ist, ist, weil Maria da ist, denke ich. Und man Maria kennt. Eben, aber So wie ansonsten. bei mir. Ich kenne Maria und Mike überhaupt nicht. Eben, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich lasse mich gerne überraschen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber momentan sehe ich dem nicht positiv entgegen. Ja, die war ja zuletzt 2009, 2010 in der WWE. War dann lange Zeit da. Ich glaube 2004 oder 5. Ich weiß nicht, wann sie genau debütiert ist. War sie lange Jahre da, hat dann War ja Interviews Anfangs gemacht. Interviewerin. War ja Anfangs Interviewerin, ist dann ja zur Wrestlerin. Wrestlerin geworden, genau, und ja, weil es hat auch mal zwischendurch ein bisschen einen Run gehabt mit Santino Hat als keinen Titel gewonnen. ja, nee, die hat in der WWE keinen Titel geholt. Boah, die ist überraschend alt, sehe ich gerade. 35. Wer? Maria. Was? Ja, Mike Bennett ist 32. Also wenn ich auf das Bild von Maria sehe, also 35 sieht die nicht aus. Nee, hat sich gut gehalten, die kleine Sahneschnitte. Ja, die sieht immer noch gut aus, wie vor ein paar Jahren. Und als sie kam, ist auch irgendwo ein Kalender ausgemarkt. Stimmt, das habe ich jetzt sehr, sehr oft bei Twitter gesehen. Einfach diesen Tanz mit Kyle Anderson. Was hat das damit auf sich? Ich habe keinen Plan. Bei New Japan gab es die Storyline, da haben The Kingdom in der IWGP Tag Team Fehde, also Mike Bennett und Matt Taven und halt Maria als Valet, haben gefehdet halt gegen Luke Gallows und Karl Anderson. Oder Doc Gallows. Und da war halt die Storyline, dass Karl Anderson sich öfters mal in Matches hat ablenken lassen von Maria, die halt in New Japan sehr leicht bekleidet herumgelaufen ist. Oh. Das war halt die Storyline. So. Gibt's auch einen geilen Spot, den muss ich dir mal schicken. Mit AJ, der war da auch noch mit dabei, und Karl Anderson und Luke Gallows in einem Six-Man-Tag-Team-Match mit Maria. Der war ganz cool, der Spot. Okay. Wie gesagt, ich habe nur so ein paar Mal gesehen und ich dachte mir nur so, hä? Was hat jetzt Karl Anderson damit zu tun? Und dann war ich irgendwie komplett konfus, weil, wie gesagt, Mike Bennett sagt mir gar nichts, Maria Kanellis sagt mir natürlich was. Bitte, Mike Kanellis, ja. Der Name ist shitty. Ja, ich habe auch nachgeguckt, Maria Kanellis hat ja tatsächlich noch ihren Namen, also ihren, sagen wir mal, Ey, was bürgerlichen sagt ihr Nachnamen. wieder? Das muss ich jetzt einfach mal einwerfen. Was? Mein Skype geht wieder. Ach so. Herzlichen Glückwunsch. Also, für die, die es nicht verstanden haben. Allein schon, wenn ich das Bild sehe. Ach du Scheiße. Das ist so awesome. Ja, mein Skype hat rumgesponnen, deshalb. Also Skype hatte wohl gerade ein paar Probleme am 19.06. um 10 Uhr abends. Inzwischen geht's wieder. Wunderbar. Ja. Oh, Maria, ihr leicht Guckst du bekleidet? an? Ich guck's mir gerade an. Guckst dir an, ich überbrücke gerade mal. Ja, also mal sehen, was die so machen. Wie gesagt, bei NXT hätte auch nicht viel gebracht. Also Mike Bennett ist halt meiner Ansicht nach schon einigermaßen ein Fehleinkauf, kann man sagen. So als würde halt irgendwie Real Madrid jetzt irgendwie einen
Wen kann man denn als Beispiel nehmen? Als würde Real Madrid einen Juan Bernard von Bayern holen. Findest du auch super, oder? Das Geile ist einfach Styles, ne? Der will ihn davon abhalten. Karl Anderson so, guck hin, guck hin. Und dann auf einmal tanzen die da und ich denke mir so, what the hell? Awesome. Und Also jetzt genau. kommt Duke Gallows. Ja, Mike Bennett ist halt so, als würde Real Madrid Juan Bernard von Bayern kaufen. So, es ist ja kein schlechter Spieler, aber trotzdem wertet er die Mannschaften schwäbisch auf. Und ja, so kann man Mike Bennett zur WWE auch vergleichen. Hauptsache Luke Gallows will den gerade verprügeln. Ja, sah sehr interessant aus. So, das waren mal Live-Reactions. Einmalig. Musst du jetzt in die Beschreibung, in die Überschrift packen, da ziehst du Klicks. Ja, Live-Reactions, dann mache ich das Video und dann packe ich irgendein Face rein. nein. Das war jetzt exklusiv. Die jetzt geguckt haben, die haben das jetzt gesehen. Obwohl man eh nur meine Lache gehört hat, aber gut. Kommen wir nun zu was, wo wir weniger lachen werden. WWE Championship Match zwischen dem. Es ist jedes Mal komisch, das auszusprechen. Zwischen dem Champion Jinder Mahal in Begleitung mit den Syme Brothers gegen den Contender, den Hometown Boy, Randy Orton. Wir hatten ja im Opener First Time Ever. Also bringe ich jetzt hier auch First Time Ever. Ich fand das Match ziemlich gut. Oho. War das zweitbeste Match am Abend für mich. Oh. 3,5 Sterne. Wer bist du und wo ist Mischa? Genau. Nein, aber ich muss sagen, das hat mir gefallen. Also wir haben vor dem Match noch in der Crowd gesehen, dass da ein paar Legends saßen von der AWA vor allem. Greg Gagne, der, wenn ich mich nicht täusche, Sohn von Vern Gagne. Ich bin mir da gerade nicht sicher, ich glaube. Dem Booker von damals, glaube ich, der AWA. Da muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Das Larry Henning ist der Großvater von ist sehr traurig. Das ist Curtis Axel, beziehungsweise oh, awesome. der. Ich hab komplett richtig gesagt. Ja, Larry der Ex-Henning ist der Vater von Kurt Hennig von Mr. Perfect, der Richtig. Großvater quasi von Curtis Axel, Richtig. Baron von Raschke war noch da, hatte Nazi-Gimmick damals gehabt. Der nächste. Sergeant Slaughter kennt man, sollte man zumindest Cowboy Einen der Bob Orton. größten Heel-Gimmicks aller Zeiten. Genau, hat er damals bei WrestleMania 8, 7. 4, 5, 7, genau, ein Match gegen Hulk Hogan dann gehabt. Was ja auch super over das war, das Match, weil Sergeant Slaughter damals mit Abstand der größte Heel war. Wusste ja sogar zu manchen Shows mit kugelsicheren Westen, weil die WWE Angst hatte, dass der erschossen wird. So viel Heat hatte man damals. Ist heute gar nicht zu glauben, wie viel Heat es damals gab. Ja. Cowboy Bob Orton kennt man auch natürlich, der Vater von Randy Orton. Haben wir schon öfters in der WWE gesehen, auch 2005, wo In er der in Fehde mit dem Undertaker. Wo der. er immer noch, der, die Kommentatoren haben es auch erwähnt, der hat seit 20 Jahren einen gebrochenen Arm. Ja, gut, heute hat er die Armschlinge nicht angehabt. Oh, der Schlingel, ey. Weil er, also das war ja quasi sein Gimmick. Er hatte dann ja seinen Arm mal gebrochen bekommen und hat dann dauerhaft immer die Armschiene oder den Gips viel mehr getragen und hat dann dadurch ein paar Matches halt für sich entschieden. Das war immer ganz cool. Und ja, der letzte Ric Flair, Wer ist denn das? genau, weil zu dem braucht man nichts sagen. Harley Race wäre im Normalfall auch da gewesen, aber der hat sich ja verletzt. Der hat sich ja, glaube ich, irgendwie beide Beine irgendwie irgendwas abgefuckt da. Schade, schade. Schade. Aber ja. Ja, und wie gesagt, das Match fand ich ziemlich gut. Jinder Mahal war da. Ich möchte vor allem Randy Orton herausheben. Der hatte halt richtig, richtig Bock gehabt heute. Vor seinem Daddy, vor seiner Crowd. Die Crowd ist super abgemacht, als Randy Orton rauskam. Ist ja Super Randy over. Orton. Gut Heat hat das Match eigentlich auch gezogen, weil, wie gesagt, Randy Orton war beteiligt in seiner Hometown und ja, Jinder hat gut über Randy Ortons Bein gearbeitet, Randy Orton hat das super gesellt, also das Match ging halt los und Randy Orton hat erstmal dominiert, dann hat Jinder Mahal ihn einmal rausschmeißen können und ab da ging es dann los, dass Randy Orton halt doof gelandet ist und ab da hat dann Jinder Mahal sein Bein dauerhaft bearbeitet, hat ihn dann vor den Augen von Ric Flair und dem Buddy von Randy Orton quasi in den Figure Four mehrmals genommen und hat ihn so dann weiter aufs Bein attackiert und es war ein echt cooles Match. Randy Orton hat das super geselltes Bein. Ansonsten gab es dann so noch ein bisschen Move-Austausch. Randy Orton hat dann out of nowhere, beziehungsweise nicht out of nowhere, also das war schon
recht überraschend, weil er hat halt sein Comeback gefeiert und dann kam halt wirklich auf einmal der RKO, was ja sonst nie passiert, wenn jemand sein Comeback macht. War so gefühlt wie in so einem WWE 2K-Game, wo du dein Comeback erst machst, dann hast du die Finisher-Anzeige und dann machst du deinen Finisher. Und dann haben. 2K, so viel dazu. Genau. Dann haben die Singh Brothers dann das Bein aufs Ei gelegt, genau von Jinder Mahal. Und Randy Orton gleich zum Ref von wegen, ey, wehe, du disqualifizierst mich jetzt, du schmeißt jetzt die zwei Pisser raus. Und das hat er dann gemacht, beziehungsweise hat er versucht, und dann sind die Singh Brothers quasi an den Legends vorbeigelaufen und die haben alle geklatscht von wegen, ja, verpisst euch. Die waren dann ein bisschen pissy geworden und sind dann auf Cowboy Bob Orton losgegangen, was Randy Orton natürlich nicht gefallen hat, und Randy Orton hat das getan, was er in der Feder am liebsten tut. Er hat die Singh Brothers ermordet. Der eine Kerl hat einen RKO auf den Hallenboden kassiert, der andere hat einen geilen RKO durch den Kommentatorentisch kassiert. Randy Orton geht wieder zurück in den Ring, fängt sich den Cobra Clutch Slam, keine Ahnung, wie das Vieh heißt. Kalas. Was? Kallas? Zumindest steht hier Kalas. Egal. Fängt sich halt den Cobra Clutch Choke Slam, Slam, Dingens, Bummens, Mararascha, Mahal-Bomb. Mahal. Ja, genau, Jinder Mahal, Slam Bomb ein und Jinder Mahal verteidigt sein Teil. Durchaus gut gebucktes Match fand ich. Was ich vergessen habe, genau, Randy Orton kam zurück in den Ring, hat dann nochmal gegens Knie eine Aktion gekriegt, weil Randy Orton ja noch am Drücker war eigentlich. Sodass halt das Knie die Beinbearbeitung durchaus gut durch sich durch ganze Match gezogen hat und sogar Sinn gemacht hat, weil sie im Finish eingesetzt wurde. Also das war richtig gut. Und ja. Das war durchaus spaßig, auch wie Orton dann die Singh Brothers getötet hat, wo die Legends mit eingezogen wurden, also Cowboy Bob Orton zum Beispiel. Und das war echt geil, fand ich. Also, das war ein richtig cooles Match. 3,5 Sterne, zweitbestes Match des Abends. Ja, ich glaub's auch gerade nicht, was er gerade gesagt hat. Shitty, dass Jinder Mahal noch Champion ist. Also, das will ich trotzdem noch dazu sagen. Also es hat schon fast anders angehört, so, jetzt gefällt ihm doch Jinder Mahal. Guckt er jetzt Nein. doch wieder SmackDown? Das Match hat mir gefallen. Jinder Mahal nicht. Ja, Jinder Mahal hat mir in dem Match auch nicht gefallen, deswegen hat mir das Match überhaupt nicht gefallen. Also, ja gut, nicht nur an Jinder Mahal das Match. Also es war besser als Backlash, muss ich sagen. Nochmal kurz, was ich noch einwerfen will. Ja. Ich habe hier gerade im Bericht gelesen, dass das Match 20 Minuten ging. Das muss ich auch sagen. Das kam mir null vor wie 20 Minuten. Also ich hätte jetzt gedacht, so auf dem Money in the Bank Women's Title. Dingens Stufe, also so 13, 14 Minuten hätte ich jetzt geschätzt. Also das zeigt ja auch, wie sehr mir das Match gefallen hat, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass es 21 Minuten sind. Also. Also ich hab's schon mitgekriegt, deswegen hat mir das Match auch nicht ganz gefallen. Also es war für mich eines der schwächsten Matches. War nicht das Schwächste, vielleicht das viert, drittbeste, aber wie gesagt, mir hat das Match nicht so ganz gefallen. Also Randy Orton hat's doch gut gemacht, finde ich. Aber Jinder Mahal, ich weiß nicht. Also ich kann mich mit dem Typ nicht anfreunden. Ich finde den Wrestlerisch nicht so gut und das hat er mir im Match bewiesen, finde ich. Es war für mich kein würdiges WWE Championship Match. Das Finish hat mir auch überhaupt nicht gepasst, weil das einfach viel zu vorhersehbar war. Es war einfach klar, dass dann Jinder Mahal verteidigt, nachdem die Singh Brothers auf Bob Orton draufgegangen sind. Habe ich gedacht, ja geil. Mahal verteidigt wieder, super, die Spannung ist weg. Solche Sachen halt. Deswegen hat mir das Match so ziemlich nicht gefallen. Also, ich weiß nicht. 2,5, 2,25 Sterne würde ich geben. Also, mehr würde ich diesem Match nicht geben. Mir hat es nicht gefallen. Ich war ein bisschen, also gut, ich hatte keine Erwartungen, aber trotzdem, wie gesagt. Match hat mir nicht ganz gefallen. Natürlich, dass Randy Orton die Steiner Brothers zerstört hat, war ganz nett. Aber wie gesagt, was dann tatsächlich daraus resultiert wurde, hat mich ganz gefallen. Und ja, Match, ja, war da für mich. Also, mir hat es jetzt nicht ganz so gefallen wie bei dir. Und dass Mahal Champion ist, hat mir noch weniger gefallen. Ja, das Weil, war das Lowlighter-Match, dass der noch Champion ist. ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so, der kann auch noch, er ist ja auch noch als Erster reingekommen, ne? Das war ja auch bei Naomi so. Was ich ja überhaupt nicht mag. Ne? Der Champion soll schon als Letztes reinkommen. Und wenn ich den Typen immer ansehe, ich kann den als WWE-Champion überhaupt nicht ernst nehmen. Der ist für mich immer noch ein Jobber, den man ein bisschen besonderen Entrance kriegt. Und einen Plastikgürtel hält. Aber nicht den WWE-Titel. India for life. Nein, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Also auch gerade,
Das muss ich auch noch sagen. Gerade mal auch dieses Hype-Video da, wo ich auch gedacht habe, wo es ja um India ging, wo ich auch gedacht habe, Alter, die stellen ja Jinder Mahal da, als wäre der der absolute Gott. Da wäre er besser als ein Hulk Hogan, Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, Randy Orton, John Cena, AJ Styles. Alles in einem. So wie die den dargestellt haben, dachte mir auch so. Und wenn ich immer noch überlege, der 50. WWE-Titelträger ist Jinder Mahal. Allein schon, ich glaube, weiß nicht, wann die WWE es hochgeladen hat. Alle WWE-Champion-Titelträger kommen alle durch. So geile Namen: Steve Austin, Undertaker, Bret Hart, The Rock, John Cena, Randy Orton, AJ Styles. Und noch. Jinder Mahal. Und dann kommt Jinder Mahal. Und ich denke mir nur so: Was macht der Typ da? Der ist doch kein WWE-Champion. Also. Ich wünsche mir, dass der Titel bald verliert. Da soll meinetwegen, wenn es die Gerüchte stimmen sollte, meinetwegen John Cena den 17. Titel gewinnen. Ich habe lieber, wenn John Cena seinen 17. Titel gewinnt, als Jinder Mahal weiterhin als WWE Champion. Stimme ich zu. Ach, ja, the modern day Maharaja. Gut, dann gehen wir mal zum Co-Main Event, aber ich denke mal, das besprechen wir relativ schnell. Breezango. Okay, also ich fand's gut. Wir haben die Fashion Files übrigens vorhin übersprungen. Wir hatten eine Quick Fashion Files Episode zu Ja. Miami Vice 80er-Jahres-Stil, War geil. Fandango, dass Paul E. Dangerously Big Cell Phone aus den 80ern halt am Start. Das war cool. Und haben dann VHS-Tape eingesetzt und da hatten die dann so verzerrte Silhouetten da, wo die gesagt haben, oh, wir haben euch attackiert und später werden wir uns enttarnen. Das war die Ascension. Niemand hat einen Fuck gegeben. Ich fand's gut, dass Breezango ein Pay-Per-View-Match hatte. Ich fand's gut, dass Breezango ein Pay-Per-View-Sieg gekriegt hatte, aber Man hat aber auch gemerkt, dass Breezango auch over ist bei den Leuten, also. es ist halt geil. Aber es ist halt schon shitty, wenn du sowas aufbaust über 3 Wochen von wegen, ey, wer attackiert die, wer zerstört ihr Ich glaube, das waren nur 2 Wochen. oder so von mir aus, wer zerstört ihr Büro, etc. Und dann haben wir es aufgelöst und es ist tatsächlich die Ascension, wie sich ja viele gedacht haben, und dann wird die Ascension einfach in 3 Minuten weggesquasht. Also einen Stern habe ich dem Match gegeben, das ist noch gut gemeint und ja. Ja, war halt ein Match, was da war. Ich habe mich gefreut, dass Breezango gewonnen hat. Breezango ist super. Ich mag sie. Also, was die aus ihrem Gimmick da machen, ist geil. Das ist ein schönes Comedy-Gimmick mit den Fashion Files oder Fashion Vice. Ja, es ist immer wieder lustig, dass die Ascension ist, habe ich ja vorher schon gesagt. Das war mir klar, weil das war für mich das einzigste Tag-Team, was übrig bleibt. Weil die anderen, die noch übrig geblieben wären, wären American Alpha. Und American Alpha kommt nicht wegen sowas raus. Beziehungsweise auch von der Statur her hat es auch nicht ganz gepasst. Und dass dann die Ascension war, ja super. Ascension ist da und verliert wieder. Also ihr Gimmick machen sie wieder. Ja. Ja, wir Inside Cradle verloren. Weiter geht's, würde ich mal sagen, zum Main Event. Main Event. Event, genau. Event. Ich kann so viel sagen, klares Match of the Night. Six-Man-Ladder-Match. Zwischen den Participants AJ Styles, Baron Corbin, Kevin Owens, Dolph Ziggler, Sami Zayn und eigentlich auch Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura war der vorletzte Teilnehmer, der ins Match kommen sollte. Ja. Entrance wurde abgefeiert und Baron Corbin hat ihn von hinten attackiert, hat ihn mit Leitern verprügelt und Shinsuke Nakamura wurde Backstage gebracht und war vorerst draußen aus dem Match, sodass wir bis dato dann nur 5 Leute hatten, The richtig. most over guy got knocked out. Richtig, habe ich dann auch geschrieben auf Twitter von wegen, ja, sehr schlau, den obersten Typ aus dem Match rauszunehmen. Aber gut. Ja, das Match war großartig. 4,25 Sterne, mit Abstand das beste Match am Abend. Hat auch so ein bisschen die Show gerettet, muss man sagen. Also, Sie haben sich Mühe gegeben. die haben sich gekillt. Also, ein Spot nach dem anderen. AJ in einem Spot, den ich nie wiedersehen will, dass er da irgendwie, Gott weiß wie hoch, von den scheiß Gürteln runterhängt und dann genau auf die Schulter runterfällt. Den Spot will ich nie wieder in meinem Leben sehen. Sami Zayn, der Dolph Ziggler umbringt mit einer Sunset Flip Powerbomb von der Leiter von oben runter.
Dann Kevin Owens, der, nee, AJ Styles, der Kevin Owens per Ushigiroshi auf eine Leiter klatscht. Baron Corbin, der AJ Styles mit Chokeslam auf die Leiter klatscht. Sami Zayn, der einen Half-and-Half-Suplex gegen Kevin Owens auf dem Apron zeigt. Also die haben sich so weggerotzt, die Leute. Auf jeden Fall nach 20 Minuten, 22 Minuten, kam Shinsuke back, per Entrance übrigens, seine Entrance-Musik wurde nochmal eingespielt, haben viele kritisiert, ich ganz ehrlich, ich finde es ziemlich neutral, ist mir relativ latte. Jo, juckt mich nicht. War halt ganz nett, Baron Corbin war halt auf der Leiter, die Musik kam, und Baron Corbin hat nur geguckt, Alter, du scheiß Asiate, was willst du denn jetzt? Geh mal weiter Reis verkaufen. Und dann kam Shinsuke und hat alle weggekinshasaert. Das war geil, ja. Das war richtig geil. Ich habe mir Ja. so gedacht, der fegt erstmal alle weg, gewinnt den Koffer und geht. Das war, er war vor allen Dingen auch sau over. Und da habe ich dann so gedacht, okay, ich habe es kritisiert am Anfang, dass man den obersten Typ rausnimmt, aber das war dann schon ganz cool, weil er war noch overer dann quasi wieder zurückgekommen. Wollte sich dann die Leiter schnappen, den Titel holen. Kevin Owens hat die Leiter dann auch ein bisschen festgehalten, hat ein Augen-Kinshasa in die Fresse gekriegt als Bestrafung. Und dann im Ring will er dann die Leiter hochklettern. Auf der anderen Seite sehen wir dann AJ von der Leiter. Die beide heben die Leiter an, tragen sie ein Stück zur Seite, liefern sich einen Stare-Down und brawlen sich erstmal eine Runde. Das war das Geilste am ganzen Match, wie die zwei dann ihren Das Schlag. Bild seht ihr gerade im Hintergrund. Genau, wie die beiden dann ihren Schlagabtausch hatten. Und ja, dann hatte. Die waren dann beide auf der Leiter halt und Corbin kam zurück, hat die Leiter umgeschmissen und hat sich den Koffer geholt. Ich fand es am Anfang schade, dass man Nakamura rausgenommen hat. Ich fand es geil, als er wieder zurückkam zu einem riesen Pop. Ich fand es aber scheiße, dass er das Match nicht gewonnen hat, weil wenn der schon nach 22 Minuten reinkommt und quasi 90% des Matches verpasst hat und der mit Abstand frischste im ganzen Match ist, dann muss er das Ding auch holen. Da hat er nicht gemacht. Fand ich ein bisschen blöd gebuckt. Passt aber zum Pay-Per-View. Also von daher. Ich meine, das hat dem Match jetzt nicht großartig geschadet. Schon trotzdem awesome. Ich habe jetzt keine Sterne abgezogen oder so, weil das jetzt passiert war, dass Nakamura nicht gewonnen hat, weil ich habe damit nicht gerechnet. Nö, das war klar, dass er nicht gewinnt. Ja, es war ein gutes Match. Also keine Frage, war sehr, sehr gut. Ja. Was man noch zu sagen kann ist, also gerade Kevin Owens, der hat sich dreimal gefühlt umgebracht. Zweimal von Sami Zayn. Also einmal dieser Spot mal mit der Leiter, dann dieser Half Nelson Suplex und dann für mich eher ein AA als ein Ushigarushi. Drauf gekriegt, wo ich auch dachte, Kevin Owens, der musste einfach tot sein. AJ Styles vor allem. Wie geil wäre es gewesen bei AJ Styles, wenn er so den Koffer abgehangen hätte? Ja, das stimmt. Das wäre geil gewesen. Die Landung wäre danach Das trotzdem scheiße. gab es ja auch noch nie eigentlich, dass jemand am Koffer oder am Titel hängt und dann den Titel abgehängt hat. Das wäre geil gewesen, aber ja, und dann der Spot da unten, also ich habe gedacht, oh Gott. Also, wie hoch der einfach war. Der ist ja teilweise auch noch hochgegangen, wo ich dachte, oh geil, der bleibt ja noch, der bleibt ja noch, der versucht den Koffer abzuhängen. Und dann fällt er runter, ich dachte so, nein, und oh. Und Dolph Ziggler sitzt in der Ringecke und lacht scheinbar einen ab. Boah, ich hab, also ich muss sagen, also AJ Styles, der teilweise für Bumps nimmt, ich habe immer wieder Angst, dass der sich verletzt. Und ich will nicht, dass er sich verletzt. Also, gerade er nicht. Ja, man hat auch nichts zurückgehört, was mich wundert. Also es sind anscheinend alle noch verletzungsfrei aus dem Match rausgegangen. Außer Kevin Owens, bei dem soll irgendwas am Bein sein. Nee, das wurde schon dementiert. Der Ja. hat. Okay. Also überraschend, aber. Super. Also, ich dachte AJ, ich dachte bei mehreren. Also, AJ und Kevin Owens vor allem. als Sami Zayn seine Stunt Flip Powerbomb gezeigt hat, dachte ich auch, oh, der ist ganz schön beschissen gelandet. Ich dachte auch, der wäre dann raus gewesen. Bei AJ, als er von oben runtergefallen ist, genau auf die Schulter, dachte ich, okay, jetzt ist es aus. Bei ihm und bei Kevin Owens gefühlt nach jedem Spot dachtest du, der ist jetzt am Arsch. Also, holy shit. Übrigens, ich weiß nicht, ich weiß es immer nicht so genau, warum man Nakamura rausgenommen hat. Wollte man vielleicht ihn ein bisschen schützen, weil man dachte, okay, der kann kein Ladder Match worken und Ich wir glaube, wollen. das war so der Grund. Also ich kann mir so gut vorstellen, weil letztendlich, der hat nichts mit dem Laddern gemacht. Der hat ja letztendlich, der ist nur reingerannt, hat jeden Kinshasa verpasst, hat dann die Leiter reingeholt und dann kam AJ. Das dachte ich mir auch, dass man vielleicht dachte, okay, Nakamura, der ist
vielleicht shitty in Ladder Matches, um Oder er ist überhaupt nicht dran gewöhnt, irgendwie Ladder Matches zu er ist worken, halt weil es. wirklich gewöhnt und gut in Ladder Matches, dass man ihn vielleicht dann nicht, das, weil er ist halt ein Topstar und dass man ihn halt nicht entblößen will als einer, der da nichts kann quasi, dass man ihn halt weiter stark dastehen lassen will und ihn nicht entblößen will in so einem Match, was er halt nicht worken kann, weil er es noch nie hatte. Von daher hat man das vielleicht im Endeffekt doch ganz gut gemacht, dass man ihn so lange rausgenommen hat. Wie gesagt, kleiner Kritikpunkt, wenn er schon 22 Minuten weg ist von einem 30-Minuten-Match, sollte er das Ding dann auch holen. Ja, oder gar nicht kommen. Oh, gut, gar nicht kommen wäre kacke gewesen. Also, ich hätte es besser gefunden, wenn er vielleicht nach 10 Minuten gekommen wäre. Ja, Bisschen zerstört. oder er kommt halt nach 22 Minuten und Baron Corbin rotzt ihn nochmal richtig weg. Irgendwie gibt ihm noch ein End of Days durch den Kommentatorentisch oder so. Ein End of Days von der Leiter. Genau. Boah. Boah, den kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Das wäre echt ein Rock Bottom eher. Als ein End of Days von oben. Ja. Aber ich muss sagen, also, allein der Stare-Down zwischen Nakamura und Styles. Huh. Die Crowd ist auch drauf abgegangen. War Also super. ich habe gefühlt, New Japan Fans, die geguckt haben, waren glaube ich on fire, als sie das gemerkt haben. Alle Wrestling-Fans waren on fire. Auf jeden. Also, aber besonders natürlich die New Japan Fans, die da natürlich dieses Match gesehen haben. Eingeschlossen dir. Du hast das Match Ja. ja gefeiert. Gut, ich habe es auch gesehen, muss man dazu sagen. Ja. Auf jeden Fall, ja, habe ich ja schon geschrieben, dass ich dieses Match mir auf jeden Fall für WrestleMania 34 wünsche, um den WWE-Titel. Ich weiß, es ist ein Traum. Aber man darf auch mal träumen. Ich hoffe, die WWE behält sich dieses Match für was Spezielles auf. Und ich habe das Gefühl, die machen das auch. Wenn die sowas machen, also. Ich glaube nicht, dass sie es bei einer Raw verschwenden, bei der SmackDown verschwenden. Ich hoffe es nicht. Weil das wäre echt zu schade. Weil. Das kann ein richtiges Money-Match werden und das kann auf großer Bühne echt ein richtig, richtig geiles Match werden. Allein dieser Stardon hat sehr viel gezeigt und dieser Stardon war besser, abgesehen von diesem Match, als die ganze andere Show. Also alles andere, was passiert ist. Also besser als die ganzen anderen Matches oder Segmente. Dieser Stardon allein. Ja. Und wie sie sich dann natürlich gebrawlt haben, man hat auch gemerkt, die Chemie zwischen den beiden hat einfach gepasst. Also, ich will auf jeden Fall ein Match auf großer Bühne zwischen den beiden sehen. Unbedingt bei der WWE. SummerSlam. Jo. Könnte mir vorstellen, ich glaube, Battleground ist der nächste SmackDown Pay-Per-View. Ich Ja. könnte mir vorstellen, dass dann Baron Corbin was mit Shinsuke macht. Vielleicht AJ macht was mit Sami Zayn oder so. Vielleicht Triple Threat. Sami Zayn, Kevin Owens und AJ, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht macht Sami Zayn kurzfristig was mit Mike Bennett. Das kann man ja auch irgendwie einschieben. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann heiratet Sami Zayn Maria. Hust, hust. Wenn das passiert, dann ist Vince Russo wirklich da. Da fehlen nur noch die On-the-Pole-Matches. Wie bei der WrestleMania Review von Dave Meltzer und Brian Alvarez, wo Dave Meltzer so sagt, ja, das Segment war schon sehr shitty, das Heiratssegment, und Vince Russo hätte das wahrscheinlich gebucht, und Brian Alvarez sagt nur, nee, hätte Vince Russo das gebucht, dann hätte es den Swerve gegeben und John Cena hätte dann wahrscheinlich Maurice den Heiratsantrag gemacht. Fand ich super. Das wäre geil. Weißt du, John Cena kommt so. I want to marry one person. Maurice. Also Nikki Bella steht schon so im Ring, hat schon Tränen in den Augen, haha. Und John Cena Oh sagt, Mann. Swerve, Bro, ja, yeah, I've gotta be honest with you, I love Maurice, Bro. Und dann heiraten die und Oh, John. Oh Gott, nee. Das hätte. Nee. Das wird die WWE nicht machen. Hat sie auch nicht. Ja, wie gesagt, Baron Corbin ist der Sieger. Aber was sagst du dazu, dass Baron Corbin den Koffer gewonnen hat? ich weiß es nicht. Ich bin sehr zwiegespalten, was das angeht. Baron Corbin an sich mag ich. Ich mag nicht den Gedanken an Baron Corbin gegen Jinder Mahal. Ja, ja. Ich fand aber von den sechs Leuten kann ich mit jedem leben. Also mir war es im Endeffekt eigentlich relativ wurscht, wer den Koffer holt, weil in jedem sehe ich den potenziellen World Champion in Zukunft. Du hast jetzt Baron Corbin gewählt, was ich nicht schlecht finde. Wie gesagt, SmackDown ist ja Land of Opportunity, deshalb rennt auch der Inder mit dem Titel rum. Weil halt Der auch, Maharaja, Jinder weil Mahal. die kleineren Leute auch mal die großen Möglichkeiten kriegen. Der nächste ist halt jetzt Baron Corbin, der ja eigentlich
schon seit 1,5 Jahren, seit dem Brand Split eigentlich konstant gut gebucht wird, ohne Muss ich Probleme. auch sagen, also sein Aufbau, der hat zwar immer Main Spots bekommen, aber der war nie so penetrant in den Main Event gebuckt worden. Ja, Muss ich also sagen. wenn Edge World Champion werden würde, würde es mich nicht so anpissen wie bei Jinder Mahal, bei Baron Corbin. Wird seit 1,5 Jahren eigentlich konstant aufgebaut und ist jetzt auch kein Jobber oder so nie gewesen und hat sich auch schon bewiesen, hat gezeigt, dass er gegen gute Leute auch ordentliche Matches haben kann, hat gezeigt, dass er Mike durchaus ein guter Heel ist und er hat die Ausstrahlung und alles, also bei Baron Gerade Corbin hat er hat kann ich natürlich auch mal Niederlagen eingesteckt, reden. aber an die erinnert man sich nicht. Also ich. Ja, er wurde halt nie gebürgt oder so. Deshalb, also Baron Corbin kann ich auch leben. Ich habe natürlich mit Styles gehofft oder Sami Zayn. Das wäre so meine Option gewesen. Kevin Owens, Dolph Ziggler und Shinsuke Nakamura habe ich ja sowieso schon ausgeschlossen. Die wären ja. Da wusste ich ja, dass die definitiv nicht gewinnen werden. Ja, Styles wäre so mein Wunsch gewesen. Aber Corbin war der realistische Tipp von mir und ich lag richtig. Man muss halt nur sehen, was man daraus macht. Ne? Das ist halt das Entscheidende und ich hoffe, man macht was Gutes draus. Und ja, sicher ist sicher, dass Jinder Mahal, Quatsch, dass Baron Corbin Money in the Bank Kofferträger wird. Quatsch, WWE Champion. Bin mal gespannt, wann. Also, ich sehe ihn halt einfach in den nächsten Monaten nicht im Title Picture. Ich hoffe, er hält ihn eine Weile, weil ich sehe ihn ganz ehrlich vor WrestleMania 34 nicht im Title Picture, weil da überall die großen Pay-Per-Views im Weg sind. Und ich sehe einfach einen Baron Corbin nicht im Main Event oder beziehungsweise im World Title Match bei SummerSlam, bei Royal Rumble oder bei WrestleMania. Und deshalb wäre es eigentlich am besten, wenn er erst den Koffer nach WrestleMania 34 irgendwann einlöst und dann so bei den B-Pay-Per-Views halt den Titel hat, also bei Backlash oder was auch immer. Ja, der hat ihn ja immerhin nur ein Jahr, also er hat ja noch Zeit, ne? Eben. Vielleicht ist Von er auch da. der Erste, der ihn im nächsten Jahr bei Money in the Bank einlöst. Ja, möglich geht das. Das Also. wäre schon, das wäre geil. So, also dann ist dann so, dass, wenn man dann wirklich so es genau nimmt. Und dann sagt, okay, ja, der hat ihn genau ein Jahr, dass man jetzt sagt, er hat ihn bis zum nächsten Jahr quasi bis 5 Uhr morgens nach deutscher Zeit. Und dann ist das WWE-Titelmatch irgendwie um 4:30 Uhr vorbei und der neue Titelträger, der neue Kofferträger da löst quasi schon seinen Koffer ein und dann kommt Baron Corbin raus und löst seinen Koffer ein und pinnt dann den anderen. Das wäre geil. Gut, ob das passiert, ist unwahrscheinlich. Ja, schon. Das wäre geil. Schon sind die Träume zerstört. Ja. The team, the Dream Destroyer Be Point is Gut, ich meine, so gut back. können ja auch Baron Corbin, also die können den eh über ein Jahr nicht konstant booken, damit er irgendwie sinnvoll im nächsten Jahr bei Money in the Bank im World Title mitsteht oder so. Das schafft die WWE nicht. Nö. Das schafft ihr dann nicht mal bei Jinder Mahal. Der ist jetzt gerade Champion. Er ist ja halt ein Killer. Ja, dafür hat er ja das Punjabi Prison Match gegen Randy Orton beim nächsten Pay-Per-View. Mit Great Khali als Special Guest Referee. Jo, alles klar. Dann würde ich mal sagen, kommen wir nun zum Fazit. Der zweitschlechteste Pay-Per-View des Jahres. Einzig Pay Payback, sage ich schon. Einzig Fastlane würde ich noch schlechter einschätzen. Die erste Hälfte der Show war richtig shitty, also quasi vom Women's Money in the Bank Ladder Match bis zum Women's Title Match. Das WWE-Titel Match war gut, das Tag Match war ein reiner Phil-Scheiß und der Main Event war großartig. Dank dem Main Event und dank dem WWE-Titel Match würde ich hier noch 4 Punkte geben. Ansonsten war das eigentlich in fast jedem Match bookingmäßig grausig. Fast überall findest du irgendeine Booking-Lücke und ja, es war nicht die beste Arbeit von SmackDown und deshalb, wie gesagt, 4 von 10 und ja. Jo, stimme ich zu, 4 von 10 war durchschnittlich, bitte schlecht. Schwacher Pay-Per-View, ja, Main Event war gut, der Rest war nicht so gut. War nichts, ich habe mal eine Abstimmung gemacht, 4% bei Twitter fanden es sehr gut, 23% gut, 42% okay und 31% schwach. Dann habe ich natürlich bei YouTube gemacht und da fanden es 57% gut, 33% okay und 9% schwach. Ja gut. Und Carmella als richtigen Sieger fand es 57% ja, 28% nein, 14% weiß nicht.
Und Baron Corbin als richtigen Sieger sagen 53% nein, 26% ja und 20% wissen sie nicht. Interessante Meinung. Ja. Ja, wie gesagt, 4 von 10, mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Und ja, war enttäuschend. Man hätte mehr machen können. Ja, weil auch wrestling-technisch war die Show jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, das Booking war zwar recht shitty, aber dafür haben alle Matches abgeliefert. Das war ja auch leider nicht so. Also, das Match, wo ich es eigentlich mit am wenigsten erwartet hatte, war ziemlich gut geworden. Und das Match, wo ich erwartet habe, dass es großartig wird, das war großartig, aber die anderen Matches waren eher so, weiß nicht. Hast du noch was zu sagen? Nein. Gut, dann würde ich mal sagen, bis nächstes Mal, haut rein bei Raw. Ciao. Ciao. Und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.